Hallo zusammen, hier ist die Caro mit Theresa Wintervoll. Ich habe heute endlich den Ruf freundlich bei allen drei Herden erreicht, sprich bei den Mystikern, bei den Förstern und bei den Kriegern. Das heißt, ich habe jetzt alle Gegenstände im Shop freigeschaltet, die es so zu kaufen gibt, und das möchte ich heute nutzen für ein kleines Shopping-Video. Übrigens habe ich auf YouTube im Community-Tab eine kleine Umfrage gestartet und euch gefragt, welche Sets ihr denn so am schönsten findet. Und tatsächlich konnten sich die meisten von euch nicht so wirklich entscheiden und mir geht es da ähnlich. Also ich finde wirklich alle Sets total schön. Daher werde ich mir heute von allem so ein bisschen was kaufen und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mal an damit. So, dann schauen wir doch mal, wo der erste Shop ist. Ich habe mir gedacht, das ist von der Atmosphäre her viel schöner, hier im neuen Gebiet einkaufen zu gehen, statt einfach im globalen Shop. Und hier haben wir auch schon den ersten. Hier haben wir Hazel. Ich habe schon gesehen, dass es von jedem Set sowohl für den englischen Reitstil ein Set gibt, als auch für die Western-Reiter. Ich werde mich wahrscheinlich erstmal auf das englische Reitset konzentrieren, da ich das am meisten trage. Aber ich denke mir, dass ich das Western-Set auch dann mit Jorvik-Schillingen zusammensparen werde. Ich habe mir übrigens auch schon 10.000 Jorvik-Schillinge zusammengespart und ich habe auch noch ein bisschen was im Inventar, was ich verkaufen kann, damit ich heute nicht alles mit Starcoins zahlen muss. Und ich würde sagen, wir fangen mal direkt an mit einem Item, was hier so am teuersten ist. Das werde ich auf jeden Fall mit Jorvik-Schillingen kaufen. Jetzt gucken wir aber mal, ich habe nämlich hier einen Haufen Gegenstände, die ich noch verkaufen kann, dass ich die jetzt erst verkaufe und mir erstmal mit Jorvik-Schillingen Sachen kaufen werde. So, leider hat es nicht ganz gereicht für 10.000 Jorvik-Schillinge. Das heißt, wir können uns was für 8.415 Jorvik-Schillinge maximal kaufen. Ah, hier unten von dem Förster-Set könnten wir uns die Schabracke auf jeden Fall mal von Schillingen kaufen. So, dann machen wir aber mal weiter. Ich habe mir übrigens von dem Gutscheincode schon die Mütze von dem Mystiker-Set geholt. Das heißt, die brauche ich nicht mehr kaufen. Aber von dem Krieger-Set möchte ich auf jeden Fall auch noch die Mütze haben. Und die Hose, ich liebe diese Hose, die werde ich wahrscheinlich auch in Kombination mit anderen Sachen tragen in Zukunft. Ich finde die wirklich mega schön. Die Stiefel werde ich dazu auch noch kaufen. Ich weiß nicht, ob ich die Stiefel dazu immer tragen werde oder ob ich ab und zu auch mal irgendwelche anderen Stiefeletten tragen werde. Und die Handschuhe finde ich eigentlich schön, aber hier werden gerade die Finger nicht angezeigt. Ist das ein Bug? Ich hoffe, das ist wirklich nur ein Anzeigebug. Ich werde mir die jetzt kaufen, weil ich die einfach wunderschön finde. Aber ich hoffe, dass die Finger dann dran sein werden. So, ich denke, das war's in dem Shop mit dem Krieger-Set. Denn wie gesagt, das Western-Set werde ich mir zusammensparen. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Typ von Taschen. Außer bei der Mystiker-Tasche, weil die finde ich total schön, weil da so eine Feder dran ist. Ich glaube, das wäre so eine Ausnahme. Bei dem Mystiker-Set werde ich mir bestimmt dann auch die Tasche kaufen und öfter mal eine Tasche tragen. Aber jetzt machen wir mal weiter. Ich möchte die Mystiker-Tunika auf jeden Fall auch haben. Oh, die ist aber schon ziemlich teuer. Ja, ich will noch dazu sagen, macht mir das bitte nicht nach, denn es lohnt sich nicht, hier wirklich Starcoins dafür auszugeben. Man kann sich alles mit Jorvik-Schillingen kaufen. Da gebe ich euch auch den Tipp, Archäologie in Epona zu machen. Da gibt es wirklich am meisten Jorvik-Schillinge, wenn ihr da die besonderen Fundorte findet und die ganzen Sachen einlöst und dann verkauft. Aber ich möchte jetzt halt einfach die Sachen direkt schon haben. Ich werde mir aber auch einige Sachen später noch zusammensparen. So, die Stiefelchen werde ich mir auch noch kaufen. Und die Handschuhe. Das Western-Set werde ich mir auf jeden Fall wieder zusammensparen. Außer die Tasche, die kaufe ich mir jetzt auch noch. Ja, selbst die Tasche kann ich mir jetzt nicht mehr von Jorvik-Schillingen kaufen, da ich jetzt schon zu viel ausgegeben habe. Also, beim Förster-Set ist es so, dass ich nicht so der Typ bin von Sandalen. Und ich glaube auch, dass ich so eine Dreiviertelhose wahrscheinlich nie anziehen werde.
Ich werde mir die einfach mit Jorvik-Schillinge zusammensparen, aber jetzt nicht mit Starcoins kaufen. Aber die Tunika möchte ich haben und den Hut werde ich auf jeden Fall auch kaufen. Ja, bei den Handschuhen bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich Handschuhe da, die zu dem Set passen würden. Dann brauche ich die jetzt nicht unbedingt kaufen, sondern kann die mir auch zusammensparen. Die Schabracke habe ich jetzt schon gekauft. Dann kaufe ich jetzt noch hier die Trense von dem englischen Set und den Sattel dazu. Und ich glaube, das war's dann hier schon beim Shop. Dann schauen wir mal beim nächsten Shop vorbei. Ah, hier haben wir einige Sachen, die ich auf jeden Fall auch kaufen möchte. Zum einen die Kriegermaske. Also die sieht man jetzt leider auf diesem Pferd nicht, da die nur für das Jorvik'sche Urpferd ist. Dann auf jeden Fall hier diese Schabracke, die finde ich wirklich wunderschön. Den Sattel dazu. Die Trense kaufe ich auch noch dazu, da ich das Set wahrscheinlich auch mal auf einem anderen Pferd tragen werde und nicht nur auf einem Jorvik'schen Urpferd. Und da kann ich dann die Maske leider nicht tragen. Die Federn sind an sich ganz schön, aber ich glaube, dass die nicht unbedingt so zu dem Set passen. Denn das Set ist ja hauptsächlich dunkelblau und rot. Und ich habe im Schrank aktuell rote Federn und ich glaube, die würden viel besser zu dem Set passen als jetzt hier diese grauen, silbernen Federn. Also das ist jetzt was ich nicht unbedingt brauche jetzt sofort. Aber das Stirnband hier finde ich total cool. Das werde ich auch noch kaufen. So, das war's denn hier bei den Kriegern. Übrigens, hier bei dem Pferd, schaut euch mal diesen Haarschmuck an. Das ist genau das, was ich mir in einem der letzten Videos mal gewünscht habe. Ich hoffe, dass es diesen Mähnstil hier mal geben wird. Ich finde den total schön. Ich liebe diese Federn. Aber ja, gehen wir mal zum nächsten Shop. So, was haben wir denn hier? Ah, das ist die... Das Spezialzaumzeug für das Jorvik'sche Urpferd, das wird jetzt hier auch leider nicht angezeigt, aber das brauche ich auch unbedingt, diese mystische Hackamore. Dann werde ich auch hier wieder die Schabracke kaufen, den Sattel werde ich kaufen und die Trense dazu. Die Blümchen hier finde ich auch total schön, aber ich denke, die werde ich mir mit Jorvik-Schillingen zusammensparen. Die sind ja auch nicht so teuer. Ja, die sind auch total niedlich. Die Ohrringe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das Stirnband bin ich mir noch nicht so sicher. Und von den Taschen habe ich ja jetzt das mit der Feder. Ich mag gar nicht auf meine Starcoins schauen, ehrlich gesagt, denn ich kaufe hier wirklich gerade sehr viel ein. Hier wieder das Spezial-Hackamore für das Jorvik'sche Urpferd, das werde ich auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir hier das Western-Set, das werde ich mir mit Jorvik-Schillingen zusammensparen. Und hier bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob ich mir die Blümchen jetzt von Starcoins kaufen soll oder ob ich mir die auch zusammenspare. Ich glaube, die Sachen werde ich mir hier auch zusammensparen, weil die sind auch nicht so teuer, die hat man ziemlich schnell zusammen. Und ich glaube, das war es dann auch tatsächlich schon mit meiner Shopping-Tour. Oh je, meine Starcoins. Jetzt schaue ich mal kurz, ob ich hier alles habe, was ich haben wollte. Ich denke, das war es auf jeden Fall mal. Ich werde euch gleich auf jeden Fall die Sets nochmal genau im Detail zeigen, aber vorher möchte ich noch zu einer nächsten Station gehen. Ich stehe jetzt hier bei den Jorvik'schen Urpferden. Ich habe aktuell zwei Jorvik'sche Urpferde von der Mystikerherde und zwei Jorvik'sche Urpferde von der Försterherde. Allerdings nur ein Jorvik'sches Urpferd von der Kriegerherde, daher möchte ich mir hier noch eins kaufen. Diese beiden Pferde hier fehlen mir noch von der Kriegerherde. Das linke habe ich allerdings heute Morgen mit meinem zweiten Account gekauft, mit Ariel. Die hat jetzt endlich genug Jorvik-Schillinge zusammengespart gehabt. Und dann bleibt eigentlich nur noch dieses rechte hier. Und dieses werde ich mir jetzt auch kaufen und habe mir auch einen Namen überlegt. Und zwar zum einen Ash, wie das NPC-Pferd von der Kriegerherde. Und... Warrior.
Ash Warrior wird es heißen. Und das Pferd ist gekauft. Wir sehen uns gleich wieder, dann zeige ich euch noch das gekaufte Pferd und die Ausrüstung, die ich gekauft habe. So, hier ist das Pferd, was ich gekauft habe. Das ist mein Ash Warrior und das ist das erste Set, das Krieger-Set, und ich liebe dieses Set. Und zum Glück sind die Finger dran, also es war wirklich nur ein Anzeigebug. Wäre sonst auch echt schlimm gewesen. Ah, ich liebe dieses Set und vor allem liebe ich diese Hose und diese Schabracke. Und die Maske finde ich auch total cool. Ich habe übrigens hier noch so diese Kriegerbemalung genommen aus Dandel. Ich finde, die passt perfekt dazu. Ich bin total verliebt in dieses Set. Aber jetzt werde ich euch das Set auch noch mit der normalen Trense zeigen, denn die habe ich ja auch gekauft. Tada! So, das ist das Set mit der normalen Trense. Sieht auch wunderschön aus, wie ich finde. So kann ich dann das Set auch noch auf einem anderen Pferd tragen und nicht nur hier auf dem Jorvikschen Urpferd. Und ich finde auch, dass dieses Jorvikische Urpferd perfekt zu diesem Set passt. Die Farbe von dem Pferd passt wirklich perfekt zu diesem Oberteil. Oh, ich freue mich schon richtig, das Pferd jetzt hier so in diesem Outfit zu leveln. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt zu dem zweiten Set, das ich gekauft habe. So, hier sind wir jetzt beim zweiten Set, beim Mystiker-Set. Und ich liebe diese Mystiker-Hackamore, denn hier unten hat das Pferd dann auch noch so ein bisschen Fußschmuck. Ich finde, das sieht total schön aus. Und insgesamt das ganze Set gefällt mir total gut. Ich freue mich auch schon, dieses Set hier beim Leveln tragen zu können. Aber jetzt zeige ich euch das Set auch noch kurz mit der normalen Trense. So sieht das Set mit der normalen Trense aus. Leider hat man da nicht den Fußschmuck, denn der gehört wirklich zu der Hackamore mit dazu. Aber auch mit der normalen Trense finde ich, dass dieses Set echt total schön aussieht. Ich bin echt begeistert und bereue diesen Kauf auf keinen Fall. Und hier ist das letzte Set, das Förster-Set. Das habe ich leider nicht komplett gekauft, zumindest nicht für den Reiter. Also die Handschuhe sind nicht von dem Set. Die Reithose ist nicht von dem Set. Das ist eine beige Reithose vom Jorvik-Stall. Und die Stiefeletten hier sind auch nicht vom Set. Aber ich finde auch dieses Set total schön. Ich bin normalerweise nicht so der Huttyp, aber ich finde, hier zu diesem Set passt es echt total gut. Und ich habe auch noch zwei unausgelevelte Försterpferde und da freue ich mich dann auch schon richtig drauf, dieses Set hier zu tragen. Jetzt zeige ich euch auch noch kurz das Set mit der normalen Trense. Das hier ist die normale Trense zu dem Set. Sieht, wie ich finde, auch total schön aus. So kann man das Set dann auch auf einem anderen Pferd tragen und nicht nur auf dem Jorvikschen Urpferd. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches von diesen drei Sets ihr am meisten mögt. Ansonsten würde ich mich hier an dieser Stelle auch schon bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal.